ist eine Hürde von Anfangen gewesen. Uns ist mir nur darum gut gewesen, weil ich ihr präsente machte kurzum. Herr Bruder, ich mich sehe, krieg ich einen Brief von dem Mädel. Sie will zu mir kommen, nach Philippil. Nun stelle das Spektakel von fern, mein Vater, die hätte zu sehen gekriegt. Und stelle das Spektakel von fern, mein Vater, was so tun? Ich schreib meinem Jäger, es soll sie empfangen und ihr so lange Stuben erlässt auf meinem Zimmer ankündigen. Nun, mein Jäger ist ein starker, robuster Kerl. Die Zeit für die hinten zu landen auf eine Stube allein. Das ist doch mal nett. Was, Baronet? Was willst du? Gut versorgt, wenn mein Jäger sie heiratet und für so eine. Sie war doch sehr gut angeschrieben bei der Gräfin und hol mich der Teufel. Ich hätte sie geheiratet, wenn mir nicht der junge Graf in die Quere gekommen wäre. Da hättest du ein Schanzerleder im Hals bekommen. Mach, dass der Herr bald seine Weinsuppe bekommt. Zwar, wie ich hörte, dass sie von der Gräfin weggelaufen sei. Was reden wir weiter von den Knochen? Ich will dir sagen, Herr Bruder, du tust mir einen Gefallen, wenn du mir den Rachen nicht erwähnst. Es ennuiert mich, wenn ich an sie denken soll. Wirklich, wirklich! Ich kriege sicher! Marie! Oh, ich bin vergiftet! Geben Sie sich keine Mühe! Es ist schon geschehen. Ich sterbe verblüht, da ich den mit dem Begann. Ich bin vergiftet. Und ich bin stolz, dass dessen Braut du zur Hure machtest. Sie war meine Braut, wenn ihr nicht reben, ohne Frauenzimmer unglücklich zu machen. Warum bindet ihr euch an die, die euch nicht widerstehen können, die euch aufs erste Wort glauben? Meine Marie,
Hilfen geben, solcher hätte man viel zu tun.